Von der Eingangstür vor dem Wappen der Herren von Aigle tritt man in den gut erhaltenen Hof ein, in dem man schnell die Zeit vergisst und in die wunderbare alte Welt eintaucht. Der zweite Wogengang, in dem man vom Hof her eintreten kann, der Gehweg, gebaut, um das Schloss zu schützen, die kleinen Türen des Gefängnisses, Gehwege, woraus Wachen und Soldaten die Burg überwachten und schützten. Und der große Turm, von dem die Schweizer Fahne weht.